Was geht ab, YouTube, und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS17 als Force-Projekt auf der Kiffhäuser zusammen mit dem McManus. Hi Leute. So. Und dem Füßi. So. Hallo. Aber weißt du, was ich absolut nicht verstehe? Was denn? Chinesisch. Und Füßi. Halt's Maul, ey. Was denn? Ich will alle nicht verstehen, glaube ich. Nicht. Schwerste Sprache der Welt, ne? Hab ich mal gehört, ja. Also. Und ich würde, glaube ich, Polnisch auch schon schwierig einschätzen. Ja. Na, generell auch hier Tschechisch. Wie nennt sich das? Heißt das so? Weiß es nicht. Tschechisch? Tschechanisch? So. Es hat ja genau den. Der eigentlich auch ganz schön ist hier, den können wir noch mitnehmen, den einen. Aber warte, ich komme mit dem Hänger zu dir. Nicht so weit fahren. Okay, oder soll ich woanders fahren? Na, weiter vor. So. Sieht gut aus, oder? Das ist echt gut beladen, also muss ich nur mal sagen, ey. Das ist hier. Da ist richtig gut was drauf, glaube ich auch. Sag ich dir. Ich glaube, mehr als beim letzten Mal. Soll ich Gurte dran machen oder willst du noch was aufladen? Nee, nee, der geht noch. Okay. Die Zangen sind noch nicht bis oben hin voll. Die Rungen. Oh nein. So, können wir hier hinten den Kladderadatsch noch? Ja, da der Haufen, der da liegt, den kannst du anbrennen, glaube ich. Hä? Weiß nicht, also der Schmatter da vorne. Hier, das Zeug, was da vorne auf dem Haufen liegt, hier, der Kleingram. So, ja. Können wir zu Hackschnitzel machen, oder was? Naja, ist halt die Frage, ob da überhaupt Hackschnitzel bei rauskommen. Nicht viel, ich glaube, das, was auf dem Boden liegt, ist mehr. Ich bin gerade überlegen, ob wir uns vielleicht nicht so einen kleinen Schrott irgendwie, Hänger holen sollten und das da drauf schmeißen und, ja, weiß ich auch nicht. Ja. Das könnte man machen, ja. Oder wie gesagt, so ein stationärer Häcksler wäre auch geil. Kannst das alles reinfacken, nice. Ne? Aber der kostet halt 100, über 100.000, das ist das Problem. Echt jetzt? Hm, 130. Verzierbare Objekte wahrscheinlich, ne? Mhm. Oh ja. Ah ne, jetzt Heizkraftwerk, ups. Bei 33.000, ja. Mhm. So, ich bin erstmal out of Holz. Willst du noch ein paar haben oder willst du erstmal wegfahren? Nö, ich denke, das reicht, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ist gut was drauf, auf jeden Fall. Können wir mal wegschaffen, die erste Ladung. Hier, Alter, der Quark, ey. Jetzt kannst du Maibaum setzen, kannst das alles auf den Haufen hauen. Ja. Hexenfeuer. Für Osterfeuer. Genau, lass uns doch schnell zusammenräumen hier. Den Quatsch. Wir können, so, ja. Geht ja nicht. Haben wir nur einen Frontlader. Oh, da müssen wir echt einen zweiten holen, ey. Ja, auf jeden Fall. Bin da raus? Sicher dazu. Stolpert oder was? Ja. Boah, das ist los. So. Das ein bisschen zusammenschieben und dann haben wir es schon mal. So. Gut, ja. Ganz schön viel Klumbatsch, ne? Kleines Zeugs. So, na gut, dann düsen wir mal los. Willst du diesmal fahren? Ja. Fahr du, ich setz mich dann hin. Wo willst du denn jetzt damit hin? Na, zum Sägewerk, um rein in den Teich. Oh, machst du noch? Ich mach mal. Was soll ich machen? Achso, warte. Okay. Spanngurte, ja, kann ich auch machen. Oh, lol.
Mach die gut fest, ne? Nicht, dass die Polizei wieder kommt. Naja, ich weiß schon. Riesen Sauerei das letzte Mal. Ja. Es waren auch zwei Idioten. Konnten nix. Sind immer, die in der Ausbildung sind immer das Schlimmste, ey. Ja. Ja, wir sind voll abgezogen, ey. Verbandskasten von Dreieck! Hab ich nicht, Ach ja. Muss ich mal schauen, ist auf so einem Verbandskasten eigentlich ein Haltbarkeitsdatum? Okay. Ja. Ja. Wow, hast du das... Alter! Oh. Wie ist das denn jetzt passiert? Wow. Wow. Ich bin doch nur um die Kurve gefahren. Ja, Alter, weißt du, was da hinten drauf liegt? Das glaube ich jetzt nicht. Hat er den Johnny komplett umgeschmissen. Absolut unglaublich. Normalerweise müsstest du als Strafe jetzt die Spanngurte abmachen, die ganze Holz runterfallen lassen und dann sie wieder aufladen, ey, ohne Mist. Ach Mann, ey. Ich eile. Ich hoffe. Und ich vorne kein Gewicht dran drauf, aber auch. Ja, aber trotzdem, weißt du, wie viel Holz da drauf liegt? Das ist so schwer, da musst du echt sachte machen. In den Kurven. Hat gemerkt. Das reicht hier. Das sind die erfahrenen ETS-Spieler hier. ETS. Jetzt kommt's. Komm, fahr hoch das Ding hier. Alter, ey. Soll ich den mal abhängen eben? Weißt du, was da für ein Gewicht drauf ist? Nee, ich weiß nicht, ob das gut ist mit den Abhängen. Warte mal, ich muss immer den Traktor zu. Wow. Alter Vater, ey. Temme! Ah, ja. Gimme! Und in die andere schon gekippt. Das wär's denn. Das ist immer geil, sowas. Nicht da drüber fahren, glaube ich. Warte mal! Theoretisch können wir das Holz auch mit dem Zug losschicken. Wie war das? Jetzt ist nur die Frage: Kriegen wir da mehr Geld? Wir müssen den Zug ja beladen, ne? Nee, du fährst nur hier drüber, dann ist er beladen und dann schickst du den los. So, ja, genau. Scheiße, jetzt weiß ich nicht mehr: Gibt das mehr Geld oder gibt das nicht mehr Geld? Wir schauen mal eben. So, da wollen wir noch. Was schaust du denn jetzt? Toll, wird gar nicht angezeigt. Ja, nee, der wird auch nicht angezeigt. Ich dachte, das wird angezeigt, weil das ist ja Standard eigentlich von Giants drin, ey. Ich bin mir nicht mehr sicher, was mehr Geld gibt. Aber ich glaube, es hat einen Grund gehabt, dass wir das immer in den Teich gehauen haben. Hau's in den Teich hin, da. Ja, weiß auch nicht welchen, ey. Wie welchen? Was? Was? Dachte ich, ja, da hast du recht, aber ich weiß nicht mehr, welchen Grund es hatte. Ja, wahrscheinlich, weil es mehr Geld gab. Ja, aber auf der einen Map, wo wir waren, da gab es ja dafür mehr Geld. Da gab es Geld dafür, dass wir es abgegeben haben und dafür, dass wir ihn losgeschickt haben und dass er ihn nachher verkauft hat. Genau. Ich weiß. Ich hoffe, das geht jetzt nicht weg. Hier, entladen. Ich will nur zu lachen haben, ey. Da, 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 da. Ey, Alter. Oh. Passe, ey.
faul. Jetzt. Das ist ja eine Brücke. Immer kurz vorm Ende so krumm wird, ey. Gegenlenken. Das Problem habe ich auch schon lange. Dim, 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 dim. Ich hin. Pass mal auf. Naja, ich sag mal so, du tastest dich ja immer weiter vor. Der klickt vorher ein. Sieht man das mal richtig schön mit den Reifen, ey, mit dem Reifendruck, ey. Das sieht schon sehr, sehr geil aus. Ja, ist schon echt ordentlich Gewicht drauf jetzt, ne, mit dem Holz. Und Johnny sieht man es leider nicht. Nicht so sehr. Den juckt das gar nicht. Auf der Vorderachse sieht man es ein bisschen. Boah. Wahrscheinlich, weil er Gewicht drauf hat. Gut, hinten hat er einen Dolly dran, ne? Ist ja kein Gewicht auf der Hinterachse in dem Sinne. Das Gewicht ist ja auf dem Dolly. Und der Dolly ist nicht so zusammengematscht wie hinten die Reifen. Matscht doch nicht hier mit zusammen? Ich versuche die Leute zu unterhalten bei der langweiligen Vorstellung hier, Alter. Bong. Wie oft willst du jetzt eigentlich gegen den Pfeiler fahren? Der geht ja nicht weg. Ich hoffe, dass er kaputt geht. Ja. Schenke ich mir doch mal einen weißen Tee ein hier. Kennst du das? Ja, fahr ich der dann weiße wieder? Zitrone Holunderblüte. Was denn, Alter? Bestimmt so Bio-Scheiße, ey. Ich das nicht hin, Wahllos. Ich merke das schon, aber was soll ich lass jetzt machen? Gar nichts, lass mich das mal machen, weiter mal. Deswegen frage ich ja, was soll ich machen? Ich, wenn du oben nochmal sägen willst oder so. Ne, kein Bedarf gerade. Ich denke mal, die Folge hat noch 2,5 Minuten circa. Ich denke mal, die kriegen wir dicke damit gefüllt. Ja. Ich verstehe das auch nicht, ey. Nee, nee, es ist auch sau kompliziert. Ich sag ja, da brauchst du, also. Ich verstehe auch nicht, warum der das immer so macht. Ich bring doch schon in der anderen Richtung ein. Ja. Nee, das verstehe ich auch nicht. Also der hat, glaube ich, das, der hat was gegen dich. Das macht er sonst nicht. Es ist beeindruckend, wie Menschen immer wieder, selbst nach dem 20. Mal, denselben Fehler machen. Was für ein Fehler denn? Naja, es gibt hier nur einen Fehler, den man machen kann, und das ist falsch einlenken. Hey, ist aber kein Grund, wütend zu werden. Die Räder vorne hin, her, hin, her, hin, her. So wie. Ach, scheiße, so rum? Nee, doch so rum. Nee, doch so rum. Ach, schmeiß es, ist egal, ich fahr einfach. Naja, ich kann ja sicherheitshalber schon mal die Spar, warte mal, die Spanngurte, warte mal. Hä? Okay, schon mal die Spanngurte hier abmachen. Vielleicht ploppt ja der ein oder andere doch in den See. 33.900 haben wir jetzt. Wieso haben wir so wenig? Achso, nee, wir hatten ja was gekauft, stimmt. Zeig ja, Leute. Folge kriegt man dicke voll damit. Dicke. Und das wusste ich. Das wusste ich, wo er angefangen hat, das erste Mal rückwärts zu fahren. Wusste ich. Die Folge machen wir nichts anderes mehr. Aber jetzt sieht's doch gut aus.
Oder versuchst jetzt an den anderen Pfeiler zu fahren? Ah, okay. Ey, das darf doch gar nicht sein. Nee. Doch, warte. Nee, das ist kaputt. Ich denke, das buggt. Meinst du? Hm. Ey, komm schon, ey, mach keinen Scheiß jetzt hier, ey. So, und jetzt? Und immer wieder dieselbe Richtung. Einfach viermal nacheinander an denselben Pfeiler. Toll, ey. Und er lenkt aber auch immer wieder genauso ein. Ich weiß nicht, wie ich einlenken muss. Für Sie. Ich würde das mal zu Ende bringen, vielleicht. Ja. Und keine Hänger mit Dolly mehr. Ja. Aber das Problem uns ist, uns gehen die Anhänger aus für Sie. Darfst du jetzt gerade auch nur so schnell wegen meiner Vorarbeit? Oh ja, yeah, der kriegt kaum hochgezogen, ey. Er kriegt ihn kaum hochgezogen. Aber wie gesagt, uns gehen die Anhänger aus für sie, was wir benutzen können. Boah, Alter, der rutscht. Regelrecht. Oh, jetzt. Ja. Alter, ist doch drauf. Also, ach ja. Den hat's richtig ausgehoben, den Traktor. Oder? Hat sich das nur so angefühlt. So. Guck mal, bis hinter eingeparkt. Nichtsdestotrotz gab es 24.000 für den Anhänger. Ja. Das ist ordentlich, oder? Das finde ich ordentlich, ja. Nice. So, meine lieben Freunde, wir sind doch am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Bei Malus immer noch ein Grinsen im Gesicht. Alles unten in der Videobeschreibung. Wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Haut rein, Leute.